Ich bin Holger Levsen, war gerade 5 Tage auf der Debian-Konferenz, davor auf dem CCC-Camp, also ich bin etwas sehr müde. Wer von euch contributed to freier Software? Meisten. Und wer zu Debian? Und wer zu anderen Distros? Was so? Oder anders gesagt, dieser Talk ist hauptsächlich auf Debian, zeigt aber daran auch die Beispiele anderer Distros und ich bin sehr interessiert an anderen Distros auch. Das sind die Leute, die gerade im Debian Reproducible Builds Team mitmachen. Davon waren ziemlich viele, also ich bin der Einzige, der den Talk erzählt und die waren halt auf der DevConf. Worum es geht, ist, dass bei freier Software gibt es halt Sourcen und Binaries. Und das Problem ist halt, dass es bei, oder das Problem ist, freie Software kann man halt sich angucken, modifizieren, reviewen, weitergeben, aber kein Mensch benutzt die Sourcen, sondern alle benutzen Binaries. Und das Problem an Binaries ist halt, dass es kein, die werden benutzt, aber es gibt keine Möglichkeit zu gucken, ob ein Binary aus einem bestimmten Source kommt. Man kann den Source verifizieren, angucken, aber dass das Binary aus dem Source kommt, da gibt es einfach keinen Beweis. Das Einzige, was man machen kann, ist halt die Source ein zweites Mal bauen und hoffen, dass dasselbe rauskommt. Und die Probleme also wurden in diesem Talk von Mike Perry und Seth Schön auf dem 31C3 gut beleuchtet. Die haben da einmal das Beispiel gehabt von einer Open-SSH-Lücke. Das war irgendein CVE 2012 oder so. Und der Unterschied im Binary ist ein Bit. Ein Bit ist anders und du hast einen Remote-Boot-Exploit. Ein anderes schönes Beispiel, was sie da auch hatten, war ein Kernel-Modul, was Sourcen im RAM modifiziert hat. Also die Sourcen auf der Platte waren blieben gleich. Die Sourcen im RAM waren anders, wurden halt kompiliert und kamen ins Binary rein. Und auch die Dienste arbeiten aktiv daran. Also das ist ein Beispiel, was im Zuge der Snowden- und Intercept-Geschichten rauskam. Die haben in diesem Fall halt einen Trojaner fürs macOS Development Kit, um eben halt die macOS Binaries so zu verändern. Also selbst wenn die Entwickler denken, ihr habt eine sichere Maschine, das muss nicht so sein. Und auch im Debian-Fall sind es, weiß ich nicht, 50 oder so Bildmaschinen, die den ganzen Tag am Internet hängen. Und die kann man nicht prinzipiell nicht sicher machen. Und die Idee ist halt, dass jeder die Möglichkeit haben soll, Binaries zu reproduzieren, indem man selber baut. Und das nennen wir halt reproducible Builds. Oder auch deterministische Builds. Vernünftiges deutsches Wort habe ich noch nicht gefunden für das Build. Und es ist aber auch nicht nur um Security, sondern es hat noch andere Sachen. Also bei Debian kriegen wir Fails to Build vom Source sehr viel mit. Es gibt auch nebenbei Debug-Pakete jetzt in Debian. Und das Schöne, wenn die Builds reproducible sind, dann kann man die Debug-Pakete zu jeder beliebigen Zeit kreieren. Und auch andere Sachen, wenn man Änderungen an der Toolchain hat und so im Debian-Fall an Deb Helper und hofft, dass sich daran nichts ändert. Also man meint, man hat was in Deb Helper geändert, dass im Paket Binary nichts sich ändert, kann man das hiermit halt beweisen, dass es so ist. Und inzwischen, the whole world is watching. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, waren aber auch gar nicht mal die Ersten. Also zuerst fing es an, Bitcoin hat zuerst den Bitcoin-Client reproducible gemacht, weil die Entwickler halt Angst haben, was ist, wenn da halt eine kaputte Version drin ist. Und Bitcoin hat jetzt 4 Milliarden Marktwert gehabt damals. Das ist halt eine ziemliche Initiative für Leute, das zu machen. Und die Bitcoin-Entwickler können sich halt nicht sagen, wir waren das nicht. Also der Weg, dass sie es sagen können, das waren wir nicht, ist mit reproducible Builds. Tor ähnlich. Debian komme ich gleich zu. NetBSD hat eine Variable MKRepro, die kann man setzen. Das gibt dann reproduzierbare Bauten für NetBSD. FreeBSD haben auch schon daran gearbeitet. Da sind wohl 5 Fehler im Base-System.
Coreboot habe ich verifiziert. Coreboot ist komplett reproducible, ohne Payloads. Es gibt ein paar Payloads, die sind noch nicht reproducible. Und OpenWRT ist, die Pakete sind so bis auf 5 Ausnahmen von 200 Stück, alle reproducible. Die Images zum Booten selber noch nicht. Und wir denken halt, reproducible Builds sollen halt die Norm werden bei freier Software auf jeden Fall, aber an sich bei jeder Software. Zum Status, aktuellen Status. Vor 2 Jahren haben wir in Debian angefangen damit. Seit ungefähr einem Jahr sind wir sehr aktiv dabei, haben diverse Vorträge gehalten, die sind alle bei uns im Wiki verlinkt. Auch dieser, den ich eingangs erwähnte, vom 31C3. Wir schreiben jetzt wöchentliche Reports seit 16 Wochen, glaube ich. Und diese Reports sind immer so 3-4 Bildschirmseiten lang, diese Woche nach der DevConf noch viel länger. Technisch hat sich seit dem letzten Jahr DevConf einiges getan. Ich gehe auch gleich nochmal im Detail ein, was wir da alles gemacht haben. Strict Determinism ist ein Tool, um nicht deterministische Sachen zu entfernen. Das Build Environment, das zeichnen wir auf, weil der Weg ist, um halt Software reproduzierbar zu machen, ist in derselben Umgebung wiederzubauen. Das ist der einzig garantierte Weg. Es kann sein, dass ähnliche Umgebungen auch dieselben Ergebnisse geben, aber richtig garantiert werden kann das nur, wenn man das genau das exakte Build Environment hat. Noch nicht, aber ich komme da auch gleich nochmal zu. Reproducible Debian.net ist halt unser Testsystem, was ich auch gleich erkläre. Diffoscope ist ein Tool, was wir geschrieben haben, das hieß früher der Bindiff, um Unterschiede in Binärpaketen ursprünglich anzuzeigen. Source State Epoch ist eine Variable, die wir einführen, damit, was Leute immer gemacht haben, ist, sie haben halt gebaut und das Bildinfo als Variable, das Build-Date als Variable genommen, von wann die Software ist. Und das ist an sich nicht von wann die Software ist, sondern die Software ist von wann die Sourcen das letzte Mal modifiziert werden. Und Source-State-Epoch enthält halt das letzte Modifikation der Sourcen als Epoch-Variable, also ausgehend vom 01.01.1970. Und wir haben diverse Patches geschrieben, um das zu machen. Da jeder halt Statistiken liebt und man mit Statistiken schön lügen kann, haben wir den Graph, den wir gemacht haben, der sowieso eine Lüge ist, da oben bis 100% bis Weihnachten gemacht. Die Realität sieht leider so aus. Aber auch das ist nicht die Realität, sondern das ist unser Testsystem. Wir haben diverse Variablen, wir bauen zweimal und haben da diverse Unterschiede in den zwei Builds drin, die ich gleich erkläre. Aber ich gehe davon aus, dass in der Realität, also wenn ihr alle oder wer auch immer die nachbaut, da gibt es noch mehr Unterschiede und wir sind nicht wirklich bei 83%. Zu dem Strip Non-Determinism Tool, das normalisiert diverse File-Formate, A-Archive, ZIP-Archive, JAR-Archive, was auch ZIPs sind, HTML, DOC, PNG, da tut es die Timestamps raus. Und das ist written in Perl, weil wegen dieser Trusting, also man kann dem Compiler nicht trauen, das ist einfach nur also in derselben Sprache geschrieben, wie das auch sowieso zum Debian-Pakete-Bauen verwendet wird. Und das macht es halt möglich, diverse Sachen zu normalisieren, die die Pakete nicht haben. Damit räumen wir das quasi auf. Um die Sourcen wiederherzustellen, also um die Bildumgebung wiederherzustellen, sind wir auf ein Bild-Info-File gekommen, was neu ist, was bei dpackage rausfällt. Und in dem Bild-Info-File stehen halt drin die Sourcen, die Checksum der Sourcen, die Checksum der Binaries und alle Pakete, die installiert worden sind. Und bei Debian gibt es halt Snapshot Debian.org, da kann man jede Version sich holen, die jemals veröffentlicht wurde, also für alle Architekturen, alle Distributionen. Und damit können wir halt präzise das wieder installieren. Ein Bild-Info-File sieht halt so aus, das ist so ein ganz normales RFC 822-Format,
wo halt die Bilch-Architektur drin steht, das Source-Paket, die Binaries, die gebaut werden. Und das sind die Checksummen des Sources hier, da. Und das sind zusammengefasst. Und das sind das Build-Environment. Da sind alle Pakete aufgelistet, die zum Bauen benötigt wurden. Was wir noch haben, ist leider dieser Build-Pass hier, der da. Wir haben keinen Weg gefunden, den Build-Pass variabel zu machen. Der Build-Pass wird über den Compiler in sehr vielen Objekten drin und wir haben keinen Weg gefunden, den rauszunehmen. Im Moment muss man den festlegen. Wir hoffen, dass es irgendwann noch geht, aber im Moment haben wir das nicht. Und wie wir das machen, wir bauen halt einmal, speichern die Ergebnisse, ändern das Environment, bauen ein zweites Mal und vergleichen. Das ist an sich relativ simpel. Und das sind die Dinge, die wir variieren. Also wir ändern den Hostnamen, wir ändern Domainnamen, die Zeitzone, die Language, die LC-All, den User, UID, Git, den UTS-Namespace, die Kernel-Version, UMAS, CPU-Type noch nicht, aber in 2 Wochen, sage ich mal. Das Jahr, Monat, Tag ändern wir auch noch nicht. Aber da wir die Timezone ändern und wir bauen den ersten Bild, bauen wir mit GMT-12 und den zweiten mit GMT-14. Das heißt, da liegen mehr als 24 Stunden dazwischen. Also sehen wir auch Tagesunterschiede. Und wenn wir am ersten oder letzten des Monats bauen, sehen wir auch öfter mal Monatsunterschiede. Es wird noch mehr Unterschiede geben. Also eine Sache, die wir bis jetzt noch nicht getestet haben, war Filesysteme, weil die Filesysteme verhalten sich auch unterschiedlich. Zum Beispiel die Block-Size ist unterschiedlich und darum ist die reportete Größe von Dateien teilweise anders. Und darum hat jetzt einer von uns aus dem Team DisorderFS geschrieben, was halt sowohl die Dateien in einer zufälligen Reihenfolge, ist ein Fusive-Filesystem, und es gibt die Dateien in einer zufälligen Reihenfolge zurück und reportet auch unterschiedliche Block-Size. Und das werden wir, weiß ich nicht, diese Woche einführen, das ist seit gestern in Unstable, und dann wird wieder der Graph ein bisschen runtergehen. Und testen tun wir das Ganze auf diesem reproducible Debian-Net, was ursprünglich mal ein Shell-Skript war, lief. Inzwischen sind das 67 Jenkins-Jobs, die inzwischen auf 7 Hosts laufen. Also das kommt auch davor, weil wir für jeden dieser 7 Hosts haben wir 3 Jobs, die Change-Routes einrichten und 3, die P-Builder konfigurieren. Und wir testen da Unstable, Debian Testing, Unstable und Experimental. Und ab sehr demnächst auch ARM-HF und auch PowerPC EL64. Und wir testen auch nicht nur Debian, sondern auch NetBSD, OpenBRT, Coreboot und FreeBSD derzeit. Demnächst auch Fedora. Wobei wir da, also es ist so ein Test-Up, baue gerade einfach bei NetBSD einfach das Basissystem und vergleiche die, bei OpenWRT ein paar Pakete und auch Fedora werden wir so 200 Pakete bauen, das Base-System, um zu gucken, wie sich RPM verhält. Das sind einfache Shell-Skripte, die einfach aufrufen, im FreeBSD-Fall halt make build world, make install kernel und das dann vergleichen. Wenn wer Lust hat von euch, andere Sachen auf dieser Debian-Hardware zu testen. Ich habe Interesse halt an Fedora, aber auch an OpenBSD oder Arch oder so. Ich will an sich die gesamte Free-Software-Welt erforschen. Android wäre interessant. Es gibt da, Replikant macht da auch was. Könnte man machen. Und Dank an ProfitBricks, auf deren Hardware läuft das. Das ist im Moment ein System mit 50 Cores und 70 GB RAM. Und wir sind gerade dabei, das auf kleinere Nodes zu verteilen. Aber das ist alles gesponserte Hardware. Diffoscope, was früher DebindEff heißt, untersucht Unterschiede zwischen ursprünglich zwei Changes-Files, inzwischen einfach zwischen 2 Objekten. Das geht dann rekursiv rein. Man kann also auch inzwischen einfach 2 Verzeichnisse angeben oder 2 RPMs oder 2 SquashFS-Filesysteme, 2 ISOs, was auch immer. Und der BINDEF geht da rein und uncompressed Archive, uncompressed PDF, disassembled Sourcen, um darzustellen die Unterschiede. Ich habe gleich diverse Screenshots, was klar macht, was Diffoscope macht. Und am Ende macht es auch Binary Comparison. Und das ist seit einer, nicht today, sondern seit letzten Donnerstag ist es in Stretch.
Das ist ein Beispiel-Output und das da sind halt die Unterschiede zwischen zwei Builds. Warum die jetzt anders sind, ist mir gerade nicht klar. Das sind irgendwelche Git-Chars. DiffusCoop hat auch einen Textmode für Leute, die das lieber so lesen. Oder auch für in Mails reinpasten ist das deutlich besser. Dann das andere, was wir jetzt neu gemacht haben, ist Source Date Epoch, weil eben das Bilddatum normalerweise nicht besonders sinnvoll ist. Es ist eine standardisierte Build-Environment-Variable, die halt benutzt werden soll statt dem aktuellen Datum. Und die wollen wir auch nicht Debian-mäßig haben, sondern die versuchen wir upstream reinzukriegen. Im Fall von Debian nehmen wir als Modifikation den letzten Debian-Changelog-Entry und sonst den letzten Datei des Sources. Und gefixt haben wir es bis jetzt in Help2Man, EpiDoc, GoScript und Text2HTML. In Spinks gibt es einen Pull-Request, der, also upstream ist es genommen worden, aber noch nicht genommen worden, der Debian-Maintainer hat schon reingenommen. Wir haben das Ganze noch für diverse andere Softwares gemacht, inklusive GCC, weil wenn du mit --state, wird den GCC halt auch sonst normal die aktuelle Bildzeit reinschreiben und mit Source Date Epoch nicht. Und sieht gut aus an sich, dass der Patch reinkommt. Was wir gefunden haben, wir hatten in dem FOSDEM-Talk, falls den wir gesehen hatten, da hatten wir so 70 Beispiele und das war dann ein ziemliches Durchscrollen. Jetzt sind es ein paar weniger. Also es gibt Timestamps in GSIP-Headers und zwar sind die, ich meine, die sind auf jeden Fall der Timestamp und ich meine an sich auch die Timezone-spezifisch und da ist an sich die Lösung ziemlich einfach, einfach -n auf beim GSIP-Aufruf machen und dann fällt das raus. Python-Version hat dasselbe auch. Auch da in ZAPY einfach TagDate gleich false setzen und dann macht Python das nicht mehr. Ansonsten sind halt hier immer die Build-Dates drin. Static Libraries haben auch Timestamps drin. Das geht halt auch mit dem Deterministic-Mode von Bin-Utils. PNGs haben auch Timestamp drin. Kein Mensch braucht sie an sich, so als Default zumindest. Mal sind sie sinnvoll. Lässt sich aber auch mit bei Convert einfach auf Null setzen. Tarballs haben User und Group im Tarball drin. Das lässt sich dann auch mit ohne Root oder was auch immer festsetzen. Das weitere Problem bei Tarballs, die Reihenfolge im Tarball ist auch nicht deterministisch. Und dann kann man das durch Sort pipen. Das Problem bei Sort ist, Sort hängt wiederum von der Locale ab. darum muss man halt noch LC-All setzen. Timestamps in Tarballs dasselbe. Also da muss man auch wieder --mtime machen. Erlang-Files haben das auch. Ruby, Gemspecs haben das. Es ist überall drin. Aber so vom Feedback von den Upstreams, die verstehen meist, also haben bis jetzt meistens haben es schon sehr schnell verstanden, dass man das ersetzen kann durch dieses Source Date Epoch. Configure-Scripts auch. Hash-Order. Hashes werden auch in zufälliger Reihenfolge angelegt. Die kann man auch dann normalisieren. Ich habe leider vergessen, was da steht. Header-Files auch. Make-Files recorden auch die Timestamps da. Da muss man dann teilweise doch noch upstream das Make-File checken. Und das ist generell auch der Weg, den wir gehen wollen. Wir könnten vieles in Debian in dpackage fixen, aber wir wollen an sich das in den upstream Make-Files fixen, damit auch andere Distros davon profitieren. Wir haben in Debian ein paar Toolchain-Issues gefixt, also in Veal, DocBook, FontForge, Python Support. Und wir haben auch außerdem, neben den Toolchain-Sachen, haben wir 644 Bugs submitted gehabt mit Reproducibility-Issues, mit Patches. In der letzten Woche sind nochmal ca. 100 dazugekommen. Und das sind... Der Graph sieht so aus, wobei wir inzwischen 400 weitere Bugs haben, die in diesem Graph nicht drin sind, nämlich Pakete, die halt nicht bauen. Die kriegen wir dadurch, dass wir sofort immer bauen, kriegen wir die auch mit und machen auch Bugs dafür.
zu den einzelnen Sachen, was wir jetzt gefixt haben in dpackage, da haben wir eine Sache gefixt, dass es halt die File-Order der Produkte ist jetzt deterministisch. Was noch drin sind, sind die Timestamp in den R-Headers, File-Permissions und auch die Reihenfolge in dem Data-Control ist nicht deterministisch. Und wir wollen dieses Build-Info-File haben, das ist auch noch nicht in dppkg drin. Auf der DevConf haben wir uns jetzt gerade mit dem dppkg-Maintainer und den FTP-Mastern geeinigt, wie dieses Build-Info-Format aussieht. Das ist an sich ziemlich genau, was ich eben beschrieben habe. Das einzige wesentliche Unterschied ist, dass wir in die Spezifikation reinschreiben werden, das ist experimental und kann sich noch ändern. Dev Helper hat auch wieder die M-Times, die noch gemacht werden müssen. Und der Aufruf von DH-Skripten und Non-Determinism. Die gepatchten, also Pakete, die diese Bugs gefixt haben, die ich hier gerade aufliste, sind bei uns in unserem Archiv drin. Das heißt, darum haben wir diese 83% und darum ist der Graph eine Lüge, weil das eben noch nicht in Unstable ist. Aber jetzt mit dem Einigung bei der DevConf gehe ich davon aus, dass im nächsten Monat, sage ich mal, wirklich auch SID auf 83% kommt. CDBS hat denselben, dass es Source Date Epoch benutzt, ist der eine Bug, der noch offen ist. Und bei S-Build ist das Problem noch, dass S-Build aus Sicherheitsgründen einen zufälligen Pfad nimmt bei jedem Bauen, damit zwei User gleichzeitig dieselbe Software bauen können. Und das müssen wir auch noch einen Mode finden, damit das nicht passiert. Genau, wir haben ein S-Rebuild-Skript geschrieben, was S-Build benutzt und Snapshots, damit man halt die Sourcen reproduzieren kann. Und dieses S-Rebuild-Skript benutzt im Moment noch unser Repo und sobald unser Repo obsolet ist, werden wir es halt in S-Build reintun, dass alle Leute einfach die Binaries reproduzieren können. Und auch auf dem Build-Dies bauen die im Moment noch mit dem S-Build, mit dem zufälligen Pass, das muss halt auch noch geändert werden. Und das FTP-Archiv muss diese Build-Info-Files annehmen, was halt jetzt passieren wird. Und irgendwann müssen wir auch nochmal Debian Policy ändern und reinschreiben, Packages müssen reproduzierbar bauen. Im Moment ist das alles noch Wishlist und eine Idee, wie es sein könnte. Wobei auf der DevConf jetzt, der Raum war voll, weiß nicht, da waren 250 Leute drin oder sowas und wir haben gefragt, ob wir die Bugs jetzt schon, im Moment sind es alles Wishlist-Bugs, ob wir die auf Importen machen sollen und an sich war der ganze Raum dafür. Also dieses Policy, wobei ich meine Hoffnung, also dass es Policy Must wird, wird nicht fürs nächste Debian Release in einem Jahr passieren, sondern wahrscheinlich eher in 3 Jahren. Wenn ihr helfen wollt, das ist jetzt, wie gesagt, der Debian-spezifische Teil, aber so habe ich eben auch geguckt, ob OpenSSL reproduzierbar ist. Einfach zu dieser URL da gehen, reproducible Debian Netz /source-Paketname, also in dem Fall /OpenSSL. Und dann kommt die Testseite für OpenSSL. Was das Interessante ist, ist der Bindeflink hier, das zeigt den Unterschied an. Wenn wir annotieren, wir schreiben Notizen für Pakete, die wir untersucht haben, dann kommt erstmal so eine Not, wenn die da ist, sonst kommt da der Bindift-Output. Im Debian Package-Tracker steht jetzt hier halt auch drin, dass das Paket nicht reproducible ist. Und auch in der Debian Package-Overview und im Maintainer-Dashboard wird auch angezeigt, ob Pakete reproducible sind oder nicht. Wir haben im Wiki haben wir diverse Tipps für die einzelnen Issues, also Timestamps hier und da. Wir haben auch ein weiteres How-To geschrieben oder sind dabei, das gerade zu schreiben, was sich mehr an nicht Debian-spezifisch ist, sondern generell die Fälle erklärt. Das ist auf reproducible-debian-net/how-to, ist auch verlinkt. Und wir sind auch gern bereit, sowohl per Mail oder per IRC weiterzuhelfen. Kommt einfach am besten in IRC oder auch gerne Mail. Wenn man selber testen möchte, also wenn wir uns einfach hochladen, es wird automatisch getestet, selber testen braucht halt ein P-Builder-Setup mit einer eigenen Config, um unser Repository zu benutzen. Wie das aufzusetzen ist, ist im Wiki dokumentiert.
Und wir werden dieses Skript auch in DevScripts reintun, sobald die PKG gefixt ist, weil dann ist unser Repo nicht mehr nötig. Wenn ihr mitmachen wollt, es macht super Spaß. Wir haben, also jede Woche lerne ich was Neues, was ich vorher mir nicht vorstellen konnte. Wir reviewen die Pakete, also sowohl erstmal einfach die Depp-Bindiff angucken, kategorisieren, versuchen die Ursachen zu finden, hacken an diesem Diffuscope und Strip Non-Determinism und submitten Patches. Also alle an sich 97% würde ich sagen, aller Bugs, die wir machen, haben inzwischen Patches. Das ist ziemlich gut. Ja, es sind 22.000 Source-Pakete nur. Nur. Und davon sind nur 3.000 unreproducible im Moment. Und die sind durch diesen Depp-Bindiff-Output oder Diffuscope sieht man oft, was das ist. Ich kann das vielleicht, kann ich das mal zeigen? Nee, hat nicht geklappt. Aber vielleicht doch. Ja. Das, also die eine Sache ist, den Source Code lesen und verstehen und diese Fehler finden. Die meisten reproducible Issues sind ziemlich, also sind oft trivial, weil es das wirklich nur ist, die Sortierung zu fixen oder solche Sachen. Oder es sind auch bei vielen Sachen Tool-Probleme. Ich kann, also wie man die Pakete findet, wir haben da ist ein bisschen schwierig, die Maus auf dem Kopf zu bedienen. Hier ist unsere Hauptseite. Ach ja, da ist sie nochmal auf. Das ist die Reproducible Debian Netzseite. Und hier, da sind die Statistiken da und dann kommt hier der andere Teil. Und da sind halt, wir haben 3.900 Pakete mit Nodes und wir haben 313 Pakete mit Issues, aber die nicht identifiziert sind. Und das sind die wirklich interessanten. Und die sind dann, also ich könnte auch dahin klicken daneben, aber es ist hier Packages without Nodes. Ach ja, Jetzt sollte ich aber ein Netz anmachen. So, Maus. Also der Weg ist wirklich dann hier hinzugehen. Die ganzen mit grün sind die, die ich schon mal angeguckt habe. Und dann nehme ich mir so ein neues Paket, Git Annex meinetwegen. Und das ist unreproducible. Warum? Also gut, das Depp unterscheidet sich da. Und dann ist in dem Depp unterscheiden sich die Dinger drin. Die Install Size variiert hier. Warum? Um ein Byte. Und das eine Byte Unterschied kommt dann nicht daher oder vielleicht doch daher. Ja, warum das da ist in dem 11, weiß ich nicht. Das, dieses Reproducible Debianet baut ständig Pakete nach. Das baut jeden Tag 1300 Pakete zweimal. So, und wenn neue Versionen hochgeladen werden, werden die automatisch getestet. Und wir testen halt auch kontinuierlich alte Versionen neu gegen die neuen Libraries. Also im Moment dauert es halt 2-3 Wochen, um einmal komplett durchzubauen. Und darum, also wir bauen nicht selber, wir können auch, wir haben auch das Auto soweit, wir können selber Pakete schedulen, sagen, also es werden automatisch welche geschedult, die hochgeladen werden. Aber wenn ich jetzt gerade oben Git Annex angeschaut habe und kann ich auch sagen, bau das jetzt nochmal und lass die Artefakte da, also diese Depps, die kommen, die können auch, werden dann
auf den Server gelegt, dass du die runterladen kannst und dann selber vergleichen kannst. So. Ja, und neben, wenn ihr nicht bei Debian mitmachen wollt, könnt ihr auch einfach euer eigenes Team aufmachen. Weil, wie gesagt, ich denke, jede Software-Diskussion sollte reproduzierbar sein. Wie starten? Am besten würde ich sagen, einfach unsere Seiten angucken, was wir gemacht haben, mit mir reden oder mit uns reden und rumexperimentieren. Der eine Java-Maintainer in Debian ist da sehr aktiv bei. Also wir brauchen auch, hat sich noch keiner gefunden, der Erlang versteht, warum das ist. Bei Haskell sieht es besser aus. Ja. Wir haben uns das schon angeschaut, also die Bootstrap haben wir schon angeguckt, da ist dann auch, was war denn das? Also das waren auch wieder M-Times, die waren unterschiedlich. Generell ein Problem ist, dass die Post-Ins, die Reihenfolge, wie die Pakete installiert werden, ist nicht deterministisch. Und damit laufen die Post-Ins in unterschiedlicher Reihenfolge ab. Und wenn die Users anlegen, dann haben die halt unterschiedliche User-IDs und dann bricht das alles zusammen. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Also es ist auf jeden Fall unser Ziel, reproduzierbare Images auch zu haben, Container-Images zu haben, Live-Images. Soll alles kommen. Das dann auch. Also das ist aber, Installer ist halt, wie ob Live-Image oder Installer ist letztendlich dasselbe. Ja, wir sind schon bei Fragen. Kann ich so generell nicht sagen. Ich weiß, dass Leute auch Defoscope jetzt benutzen, um zwei verschiedene Versionen, die Binaries, die Unterschiede anzugucken, um zu gucken, ob wirklich nur die Binaries sich ändern, was geändert wird. Ja, also wir haben noch nicht, das habe ich noch nicht gemacht, Unterschiede mit verschiedenen GCC-Bauten untersucht. Aber wäre bestimmt interessant. Aber also dafür verstehe ich auch zu wenig von GCC. Mit, ja. 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 Also wir finden auch eben genau die Bugs, wo Leute halt Build-Time-Optimization machen, was halt nicht so gut ist, wenn du nachher den Code auf einer anderen CPU ausführst. So, und also das sind einfach Bugs und die finden wir jetzt. So, das ist ganz gut. Depends. Also so, ich weiß, dass die Tails-Leute haben versucht, Tails zu diffen, also das installierte Tails. Und das Diff war 200 Megabyte groß. Ganz vergessen. Und dann haben sie es mit Fake-Time gebaut. Fake-Time sorgt halt dafür, dass die Zeit immer gleich ist. Und damit ging das Diff auf 20 Megabyte zurück. So, also wir sind im Moment noch dabei, einige Bugs zu fixen, damit wir halt die anderen Bugs sehen. Doch, kannst du. Du wirst wahrscheinlich, also im Moment wirst du auf jeden Fall noch Unterschiede sein, weil die ganzen Build-Times noch drin sind. Es kommt drauf an. Also nicht ganz. Yeah.
Also wenn diese Änderungen in DPKG und Dev Helper drin sind, dann sind 80% der Pakete identisch, wenn du sie baust. So, und die anderen sind halt noch nicht identisch, weil da noch kleine oder große Unterschiede sind. Und zu diesem Fake-Time nochmal, ich habe jetzt den Bug hier nicht in den Slides drin, die Tor-Browser-Leute benutzen Fake-Time, um Tor-Browser damit zu bauen. Und da verhält sich dann der Java-Compiler komisch. Da gibt es also diverse Bugs, die Fake-Time auslöst, sodass wir dazu gekommen sind, nicht Fake-Time zu benutzen. Das ist zwar eine schnelle Lösung, aber führt zu weiteren Problemen. Und die Tor-Browser hat es dann auch neulich beim Firefox-Update auf 38 oder so gerissen, wo dann halt das ganze Bildsystem in die Uhren geflogen ist wegen Fake-Time. Und darum wollen wir das halt nicht. Also auch genau, wir wollen halt diese Bildeingebung wiederherstellen, wollen wir halt in einem normalen System haben und nicht, was eben Bitcoin und Tor auch macht, die verlangen, dass man das in einer VM nachbaut, die halt genau so und so konfiguriert ist. Und dann hast du halt einen VM-Container, wo du auch wieder nicht weißt, wo der herkommt. Bei dem weißt du irgendwann, dass du halt diese Build-Environment wieder reproduzieren kannst. Und wir haben auch noch ein Projekt, der macht Rebootstrap von Linux-Toolchains auf anderen Architekturen. Also der macht Cross-Kompilieren der Toolchains. Und das Ziel ist halt, dass beim Cross-Kompilieren auch dasselbe rauskommt. So, und dann hast du halt mit verschiedenen Compiler gebaut und dann weißt du halt auch, dass diese Trust-in-Trust-Geschichte gelöst ist, wenn du es mit hinreichend vielen Compilern gebaut hast. Das kommt dann sicherlich auch noch. Also das ist obvious, dass das kommt. Die sind ja auch, wenn die in Debian sind, dann gucken wir uns die auch schon an. Ja. Wir bauen ja auch mit Maven in Debian und die Pakete vergleichen wir ja auch. Ja. AMAF war halt einfach die nächste Hardware, die ich in die Finger bekommen habe. Und darum habe ich die genommen. Wir müssen jetzt generell unser Skript erweitern, dass es auf verschiedenen Hosts baut per SSH. Das haben wir jetzt spezifiziert und hatten auf der DevConf einfach keine Gelegenheit, das zu hacken. Aber ich denke, das ist ein halber Nachmittag und dann geht das. Und dann können wir auch beliebig viele Architekturen hinzufügen, solange ich die Hardware kriege. Ja, ich habe mit ihm gesprochen in 3 Monaten. Also es kommt demnächst so, also auch sobald, also PowerPC 64 EL hat auch Debian, dieses Systemadministrieren haben genügend Blades davon, die idlen. Dann wäre es auch interessant, die Arch-All-Pakete anzugucken, ob die auf verschiedenen Architekturen dasselbe bauen. Das ist so auch das Nächste, was wir machen. Und also Also wir wissen, dass es bei vielen Paketen funktioniert, aber das eben systematisch durchtesten haben wir noch nicht. Also Software hat Bugs. Also ich kenne keinen. Also was unsere Idee ist, ist auch, wir wollen halt eben Bit by Bit identische Builds haben, eben, weil man benutzt nur die Binaries und nicht die Dokumentation, die mitgebaut wird, aber da die Dokumentation halt auch Teil des Binärpaketes ist und auch die Post-Inskripte, die als Root laufen, ist es einfach viel einfacher zu sagen, okay, der ganze Bithaufen muss komplett identisch sein, anstatt dass man da reingeht und guckt, ist jetzt der Unterschied nur in dem HTML-Dokument, was das Dokumentation ist, oder ist der Unterschied im Binary? Darum wollen wir halt, damit man einfach nur diese kompletten Depths nehmen kann und sagt, okay, die Depths sind 100% identisch.
Das Diffoskop setzen wir ein auf alles, auf jedes Paket, was nicht identische Depths hat. Gucken wir mit Diffoskop dann rein, wo die Unterschiede liegen. Der Maintainer sind wir. Also geschrieben hat es Lunar. Inzwischen haben aber auch noch 3-4 weitere Leute damit gearbeitet. Oder mehr, glaube ich. Ja. Ja. Also Diffoskop empfehle ich wirklich auszuprobieren. Ist wirklich lustig. Nee, das geht auch. Es verarbeitet auch RPMs und auch ISOs kann es vergleichen und zwei Verzeichnisse und also zwei Objekte quasi. Also du kannst Diffoskop Verzeichnis 1, 2 machen. Was bei RPM noch interessant ist, RPM hat in der RPM-Spec drin stehen, dass es da ein Feld Build-Date gibt. Was so per Definition nicht geht. Man kann es natürlich auch auf den 1.1.1970 setzen und dann ist das gut. Darum will ich halt auch Fedora bauen, weil ich genau da sehen will, was da fehlt. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, bleibe ich noch mit Dank an das Reproducibles-Team und an die Linux Foundation Core-Infrastruktur-Initiative, die Lunas und meine Arbeit sponsern. Ja, und danke euch für euer Interesse.